Wir reden jetzt wieder seit 14 Minuten und die Leute wollen nur hören, was denkt ihr von Kawhi zu den Lakers? Also, ja, auf jeden Fall. Raus. Sie haben nicht das Trade-Material. Wenn ich Front Office der Spurs wäre, würde ich sagen, was wollt ihr mir geben? Will ich alles nicht. Wollt ihr mir? Auch Lonzo, Kuzma, was weiß ich? Will ich alles nicht haben? Genau, ich finde die auch relativ overhyped alle. Ja. Vielleicht, weil sie bei den Lakers sind. Ja. Und weil die diese lustige Dynamik haben und weil die jung sind und Spaß machen und so. Ja, aber das sind alles keine Spieler, wo du sagst, ja, der ist safe. Also das sind keine Jason Tatums und Jaylen Browns, sondern das ist Kyle Kuzma. Anderes Niveau, ja. Wo, ja, das sind einfach ein paar Niveaustufen drunter. Bei Lonzo weißt du überhaupt noch nicht, was er wird. Ingram, glaube ich, könnte gut funktionieren, aber ich weiß nicht, ob der vom Style her, der ist sehr... Der sieht aus wie Wiz Khalifa und wirkt auch wie Wiz Khalifa und ich weiß nicht, ob du den gut nach San Antonio stellen kannst. Bei vielen von den Spielern bräuchtest du Popovic als Coach, dass er was aus ihnen macht. Und das ist halt die Frage. Aber haben die überhaupt Bock? Ja, das ist die Frage. Also es gibt halt einfach Jungs, die haben nicht mal Bock für die Spurs zu spielen. Ja, aber die auch nicht für die, Pop. Weil die langweiligste Franchise in der NBA sind. Auch wenn ich sie liebe, aber... Ja, ich auch. Aber die musst du halt lieben. Du musst halt Basketball-Purist sein, so ein bisschen dafür. Ja, also Lakers, wie gesagt, wir sehen einfach wenig Trade-Material für die Spurs. Also Kawhi funktioniert immer bei jedem Team, ist glaube ich die... Grundaussage, die wir hier treffen wollen. Was schon krass ist, zu dem Spieler sagen, er funktioniert überall. Ist bei ihm aber so. Two-Way-Player, Offensiv-Game Top 5, Defensive wahrscheinlich Top 2. Also ich wüsste nicht, wer besser ist. Vielleicht Draymond manchmal, aber Kawhi ist so locked down. Also alleine, wie er zweimal Ben McLemore hintereinander den Ball stiehlt und Ben McLemore praktisch heulend auf der Bank danach sitzt. Der Typ hat Hände, Das ist crazy. Es wird auch keinen Sinn für die Lakers machen, weil die müssten so viel abgeben, dass selbst wenn Kawhi kommt und dann sagen wir mal, es kommt noch Paul George, LeBron James, dann habe ich drei Superstars und drumherum, habe ich 8 J.R. Smiths. Also das macht er auch. So, Männer, ganz kurz leider der Hinweis, die Kamera ist gerade einfach ausgegangen. Wir waren jetzt auch so dabei, das Thema Lakers und Kawhi eigentlich abzurunden. Der Max hat es jetzt nochmal gesagt, wir wissen nicht genau, wie viel auf der Aufnahme drauf ist, dass einfach das Trade-Material von den Lakers fehlt, dass die Spurs wahrscheinlich sagen, ja, die holen wir uns, weil du weißt einfach nicht, was aus so jungen Spieler, wie sie die Lakers haben, mal werden kann. Kawhi bei den Lakers funktioniert immer, weil er einfach überall funktioniert. Und deswegen springen wir jetzt noch zu einer Franchise, die auch sehr vielversprechend ist und wo er relativ viel Platz hätte, weil da nicht ein Star neben dem anderen steht oder zukünftiger Star wie jetzt bei den Celtics. Und die Franchise ist? Philly, die 76ers. Philly. Wäre natürlich auch eine krasse Kombi, auch weil, ja, Leonard wäre eigentlich sofort Leader. Oder wer die, oder ist Joel, wird Joel immer Leader sein? Von die, oder ist Simmons Leader? Ich sag, Simmons ist auf jeden Fall der Leader. Ich glaube, dass Joel relativ emotionaler Leader ist. Und emotionaler Leader, aber Simmons führt. Ja. Da bin ich mir 100% sicher. Und Kawhi hat ja angeblich auch gesagt, er will nicht diese Führungsrolle. Also er macht praktisch den KD-Move und sagt, nee, ich will lieber wo spielen, wo ich nicht in dieser Rolle bin. Manche Leute packen das halt vielleicht wirklich auch nicht von der Einstellung, vom Ego. Ich meine, wir beide sind auch eher zurückhaltende Typen. Ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn sie uns jetzt auf einmal sagen, du bist die Zukunft oder das Gesicht von der NBA-Franchise. Ja. Sei mal bei jedem Fototermin, sei mal immer Aushängeschild. So, da sagst du auch, ey, ganz ehrlich, ich geh lieber zu Philly. Ja. Soll Ben Simmons alle Fototermine machen, auf Mona Lisa. Fall. Joel macht alle Tweets. Ja, Joel macht alle Tweets und Kawhi kommt in die Halle. Kawhi macht 30, 10, 12 im Schnitt. Und keiner will mit ihm reden, weil sie schon ihre Quotes überall her haben. Ja. Also Philly macht daher für mich viel Sinn und vor allem macht Philly deswegen Sinn, weil da eben nicht so viele Superstar oder zukünftige Superstars drumherum stehen. Also die Celtics, wir reden dauernd davon, die sind halt so vollgepackt. LeBron passt gar nicht rein. Kawhi passt rein, weil er eine sehr zurückhaltende Art hat und, glaube ich, auch sehr teamdienlich spielen kann. Bei Philly hat er das Platzproblem überhaupt nicht. Das ist Ben Simmons, der macht den Point Guard, der kann nicht werfen. Ja. Das heißt, Kawhi macht eh das Scoring und wenn er keinen Bock hat zu scoren oder müde ist, passt er den Ball in den Post. Auf jeden Fall. Aber wie steht es da wieder mit dem Trade? Wen gibt Philly ab? Ja, wenn du natürlich Markel. Das ist die einzige Möglichkeit. Als Gegen, aber der reicht ja nicht alleine. Nee, ich glaube nicht alleine. Das ist zwar Nummer 1 Draftpick. Nein, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Aber das ist. Wie willst du da noch alles mit draufpacken? Saric, Redick. Ja, aber das geht auch nicht, weil dann ist dein Team dann schon ist wieder. Dein Team schon komplett. Das ist wie wenn du bei Golden State Iguodala und Livingston tradest. Dann sind die auch auf einmal kaputt, obwohl alle Stars geblieben sind.
Aber das bringt uns eigentlich vielleicht auch zu einer geilen Variante, worüber keiner redet, dass Kawhi sagt, okay, das ist jetzt gerade eben, funktioniert nicht. Er muss ja nur noch ein Jahr warten, nur noch ein Jahr und ist Free Agent. Und dann kann er sagen, hey, pass auf, hatte vielleicht ein Vorgespräch mit den 76ers und sagt, so, jetzt gerade aktuell kriegen wir es nicht hin, ich habe auch keinen Bock zu euch zu kommen und ihr gebt irgendwie drei Franchise-Player ab mit Markel und einfach Leute, die von der Bank wichtig sind. Es ist ein fucking Jahr. Ob vielleicht nicht alle zu der Erkenntnis kommen, aber die, dann werden die Spurs natürlich wieder total dämlich, weil sie dann, aber das ist ja genau auch die Sache, also weil Kawhi kann natürlich sagen, wenn jetzt die Spurs sagen, wir traden dich, keine Ahnung, nach Cleveland und dafür kriegen wir LeBron, nee, geht ja gar nicht, LeBron ist Free Agent, aber irgendein Superstar, der unter Vertrag ist, sagen wir Westbrook, ganz blöd, nach OKC, wir traden nicht nach OKC, dafür kriegen wir Westbrook. Ja. Dann sagt Kawhi einfach zu OKC, bevor der Trade stattfindet, ey, pass auf, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Wenn der ausläuft und ich bin bei euch Free Agent, ich sign nicht wieder bei euch. Ja. Und dann habt ihr Westbrook verloren und mich. Das ist ja das Typische, was die NBA-Spieler mittlerweile machen. Die sagen einfach, ich spiele danach nicht für dich und ich fordere ein Jahr vor Vertragsende den Trade, damit praktisch jeder in einer scheiß Situation ist und ich bin der Gewinner. Absolut. Das ist schon krass, das gab's früher nicht, weil die Leute, glaube ich, früher viel loyaler zu den Teams waren und da war das viel schlimmer, aber seit KD das gemacht hat und LeBron, sagt kein Mensch mehr irgendwas und Kyrie dann zu den Celtics und das könnte Kawhi natürlich machen und einfach das aussitzen, ne? Ja. Und aber dann nach Philly gehen und praktisch da unterschreiben, am besten noch einen Paycut nehmen. Dann wäre die Zukunft von San Antonio einfach komplett im Arsch, dann kannst du die Franchise... Weil dann kriegst du für den Spieler, der bestimmt, sag ich mal, drei Spieler wert ist und ein anderer Spieler, der der Franchise-Player ist, da kriegst du einfach nichts. Gar nichts. Du kriegst einfach nichts, außer du kriegst das Cap-Space von ihm, was er sonst einnehmen würde, aber ansonsten kriegst du halt gar nichts. Ja. Das wäre eine absolute Katastrophe, das werden die Spurs also nicht machen. Nee, deswegen, sag ich, Boston. Für mich macht es am meisten Sinn, Boston. Wenn Boston abgibt. Das ist praktisch die große Frage. Danny Ainge ist da, glaube ich, der General Manager. Und der ist ein super Typ. Übrigens ein Top-Guy. Ey, es gibt so viele GMs, die so scheiße sind. Und der ist wirklich... Ich weiß auch, also der ist ziemlich... Ich finde, der ist so ein bisschen wie Pat Riley. Der ist einfach ein total harter Businessman. Ja. Aber der ist fair auf beiden Seiten. Und ich glaube, wenn der sieht, ey, ich kann Kawhi bekommen, Jaylen Brown würde er auf jeden Fall abgeben. Ja. Ich weiß nicht, ob er Tatum abgibt. Ach, Tatum hat halt Wahnsinn gespielt. Das ist also brutal. Nach so einer Rookie-Saison, das kann auch einen Spieler brechen übrigens. Ja. Da haben wir vorhin drüber geredet, dass Spieler einfach oft von ihren Coaches abhängig sind. Wenn du nach so einem Jahr zu San Antonio getradet wirst und da hast du auf einmal keinen Erfolg und kriegst in der Western Conference nur auf den Sack, das kann dich komplett brechen als 20, 21-jähriger Spieler. Ja. Also wenn Boston zwei Stars, müssen wir eigentlich sagen, ne? Also Jaylen Brown und Tatum. Ich glaube, sonst waren es die Spurs nicht. Aber ich glaube, sie würden es machen. Also so in der Kombination. Ich weiß nicht, ob sie es machen. Mit Tatum, Brown ja, aber Tatum, glaube ich, geben sie nicht. Ja, Tatum ist, der hat ein Potenzial. Der ist natürlich auch Glück gehabt durch die Verletzung. Yeah. Er wird dann reingeworfen und spielt dann halt einfach, keine Ahnung wie viele Minuten im Schnitt. Genau. Und in den Playoffs hat er dann bewiesen, ne? Und LeBron James hat ja zu ihm gesagt, Junge, du bist mal ein ganz großer. Mhm. Also das ist, hat er, glaube ich, weiß ich nicht, nach welchem Spieler das zu ihm gesagt hat. Wahrscheinlich nach den Finals, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber LeBron hat das sogar selber nochmal bestätigt, dass er das wirklich zu ihm gesagt hat und gesagt, Junge, und was willst du, der Typ hat, bringt alles mit, was man braucht. Ich weiß nicht, ob ich ihn, aber dann Leonard ist halt der beste Two-Way-Player der Welt. Ja. Also ich sehe gerade, dass die Kamera schon wieder dieses Überhitzungszeichen gibt, deshalb mache ich jetzt mal den Wrap-up, weil wir auch wirklich am Ende sind, jetzt ist nur noch Spekulation. Das ist unsere Meinung zu dem Kawhi-Trade. Erstmal die 10 Minuten am Anfang, es bricht uns einfach beiden das Herz. Wir lieben die Kombination aus Pop und Kawhi und die Spurs und Kawhi, das hat so gut alles gepasst, Mann. Schöner kannst du es dir nicht vorstellen und dass das auseinanderbricht, ist erstmal super traurig für uns Basketball-Puristen und Fans einfach. Und dann kommt es total auf die Teams an und wir sehen eigentlich echt nur die Celtics oder dann vielleicht als Free Agent zu den Sixers, wenn er noch ein Jahr wartet. Das sind die zwei Optionen, für mich zumindest. Genau. Philly macht keinen Sinn und Lakers auch nicht wegen Trade-Material und ja. Genau.
Dann mache ich es jetzt, wie der Max vorhin so schön bei mir gemacht hat. Nachdem es mein Kanal ist, überlasse ich ihm die letzten Worte, damit er sich jetzt nochmal richtig schön, ja, einfach das Outro verkacken kann. Also viel kann Spaß ich nicht, dabei. Kann ich nicht. Mein Outro. Bei dem Thema tut einfach im Herzen weh, aber es ist ganz gut, mal mit jemandem darüber zu reden, der das auch einfach realistisch, der das realistisch sieht und auch realistisch einschätzen kann. Ist ein mega heikles Thema, beschäftigt mich genauso wie LeBron James. Ich wünsche trotz allem Pop, Leonard, ich wünsche ihm nur das Beste, eine total scheiß Situation. Ich glaube, besser kann man das gerade aktuell nicht aufdröseln, auch mit den Informationen, die man nicht hat. Man muss ja wirklich sagen, man hat keine Informationen. War ein geiler Talk. Ja, letzte Sache noch, Kawhi hat seit über einem Jahr nichts gesagt zu niemandem. Vielleicht hat er auch generell... Redet Kawhi einfach nicht mehr. Ja, also ich weiß, die Kamera geht gleich aus, aber das ist halt super wichtig. Kawhi hat nie was gesagt. Ja. Wir wissen gar nichts. Wir wissen immer nur, also er hat mit dem und dem geredet und der hat dann gesagt, ja, Kawhi sagt das. Kawhi stand nie vor der Kamera, hat gesagt, das und das stört mich. Das macht die ganze Situation so dubios und so verwirrend und wie gesagt, ich muss... Jetzt nimmt er mir meine Abmord weg. Also. Ja, ich fand einfach nicht, dass du es auf den Punkt bringst. Shots fired. Peace. Out. Nein, wie ist mein Outro? Peace out, oder? Nein, Mann. Okay, Jungs, deshalb, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.